Dünne Spitze. Ich kann nicht gut Herzen malen. Dicke Spitze. Das ist ein ganz normales Papier. Mit Aquarellpapier wird das wahrscheinlich noch viel besser funktionieren. Es fühlt sich wie ein Pinsel. Kann man sehen, wenn man es jetzt doppelt malt, dann wird es ein bisschen dicker. Dadurch entstehen sehr interessante Muster. Das ist schon mehr als nur ein Stift. Und eben auch zum flächigen Malen perfekt. Geht sehr schön. So kann man sie auch bunt mischen. Man sieht jede Schicht, die neu drauf kommt. Gibt einen neuen Strich und eine tiefere Farbe. Dankeschön.